Was sind Faschos? Mit dem Thema Faschismus sind viele Menschen schnell überfordert, denn es hapert an der Definition und die Bezeichnung Faschist wird viel zu oft als Beleidigung oder als Angriff benutzt, anstatt tatsächlich als Beschreibung. Wie beim Thema Staat kann man hier nur eine Annäherung erreichen. Meine persönliche Definition eines Faschisten ist folgende: Jemand, der will, dass seine persönliche Ideologie und Staat eins werden. Auch wenn selbst diese Definition angreifbar ist, denn nach der Definition ist jedes aktuell gerade umgesetzte System faschistisch, denn das, was wir jetzt gerade haben, ist ja gleichzeitig der Staat. Und das dann in einem Umfeld, wo der Begriff Staat schon nicht so eindeutig ist. Also auch dieser Ansatz hat Probleme. Aber wenn man diese verkopfte Problemanalyse jetzt mal beiseite lässt, denke ich, hilft die Definition beim Verständnis des Faschismus trotzdem gut weiter. Jemand, der will, dass seine Religion staatlich umgesetzt wird, ist ein religiöser Faschist. Ein Linker, der seine sozialistischen Wünsche von staatlicher Seite erzwungen und alles andere gleichzeitig verboten sehen will, ist ein Linksfaschist. Und wenn der Kult um die eigene Nation, Rasse, Volk und so weiter alles überlagernd wird und nichts mehr daneben existieren darf, dann sind das Varianten des rechten Faschismus. Und es muss sich da auch um eine wenigstens einigermaßen ausformulierte, durchdachte Ideologie handeln. Also, wenn jemand in seinem Staat durchgesetzt haben will, dass Mord und Totschlag generell verboten sein soll, diese Forderung und der Staat sollen eins sein, dann ist das noch kein Faschismus, das ist eine Forderung, die in keiner speziellen Ideologie eingebettet ist. Der umgekehrte Fall kann allerdings sehr wohl faschistisch sein. Wer also will, dass in seinem Staat Mord und Totschlag im Sinne seiner Ideologie erlaubt oder gar vorgeschrieben sein soll, naja, da denke ich schon, da ist klar, das ist eindeutiger Faschismus. Und um was es nun geht, ist der Fascho, der Faschist. Ab wann ist man einer? Der Chefideologe einer Gruppe, der genau weiß, dass nur die eigene Lehre richtig ist und das umgesetzt werden muss und alles andere verboten sein muss, klar, der ist Faschist. Der dumme Junge, der in einem schlechten Umfeld aufgewachsen ist, keine Perspektiven hat und sich einer Gruppe anschließt, die ihm verspricht, alles zum Besseren zu wenden, und der sich dann deswegen die Hakenkreuzarmbinde anzieht. Auch wenn so einer kein Philosophiestudium abgeschlossen hat und die betreffende Ideologie nicht vollständig intellektuell erfasst hat, auch so einer ist als Unterstützer der Ideologie, die den Staat ja übernehmen will, ein vollwertiger Faschist. Aber derjenige, der bloß zu der Gruppe gehört, weil er in diese Familie reingeboren wurde und damit ihn mit dieser Lehre aufgezogen wurde, ist auch der ein Faschist? Den interessiert womöglich das Thema gar nicht, der ist also nur irgendwie dabei. Also, so einer, ist der jetzt Faschist oder kein Faschist? Solange er nichts, aber auch wirklich gar nichts macht, das ihn mit dieser Gruppe in Verbindung bringt, ist er keiner. Aber sobald er auch nur irgendwie auf diese Ideologie Bezug nimmt, irgendwelche Privilegien einfordert, auch nur in der Diskussion einen Punkt machen will, mit dem Verweis, er sei ein was auch immer, eben Teil dieser Gruppe, dann ist er ein Faschist. Das alles unter der Voraussetzung, dass diese Gruppe ihre Regeln und Staat als eins sehen will. Also keine Bienenzüchtervereinigung und auch keine Laubgruppe oder so. Wie komme ich jetzt zu der harten Be- und Verurteilung eines jeden einzelnen, selbst passiven Mitglieds einer faschistischen Gruppe als Faschisten? Nach den gleichen Prinzipien, in denen 1946 die Entnazifizierung betrieben wurde. Damals wurden Nazis in 5 Kategorien eingeteilt. Die Kategorie 5 waren die Unschuldigen, also jene, die keine Nazis waren, aber bereits Kategorie 4, das waren die Mitläufer. Jene, die sich selbst nichts zu Schulden kommen haben lassen, außer eben, dass sie Teil der Bewegung waren. Also klar und eindeutig, jene,
die nichts getan haben, außer dabei zu sein, die waren schuldig. Zu Recht. Denn die Mitläufer sind beim Faschismus immer diejenigen, die denen, die es ernst meinen, die Machtbasis verschafft haben. Vielleicht gehen wir etwas weg vom aufgeladenen Nazi-Thema und schauen uns dasselbe mit dem Ku Klux Klan an. Und der Frage, ob ein KKK-Mitglied immer ein Rassist ist. Ich denke, da wird keiner verlangen, dass so einer erst dann als Rassist zählt, wenn er persönlich Schwarze gelüncht oder verfolgt hat. Da genügt das Anziehen der KKK-Masken und die bloße Mitgliedschaft in diesem Verein. Mehr ist nicht nötig. So einer ist in dem Moment Rassist, selbst wenn er keine sonstigen aktiven Handlungen gegen Schwarze gesetzt hat. So ist es bei Rassisten des KKK, so war es bei den Nazis und so ist es auch heute bei jeder Gruppierung, deren Ziel es ist, dass ihre Ideologie zugleich Staatsdoktrin wird. Also auch jene, die nur in Frieden mit ihren Nachbarn zusammenleben wollen. Das ist für die Frage, ob jemand Faschist ist oder nicht, irrelevant. Wenn jemand auch nur das Tragen bestimmter Kleidung oder Symbole zu erkennen gibt, dass er zu der Ideologie gehört und diese Ideologie will, dass sie im Staat totalitär umgesetzt wird, dann ist dieser jemand ein Faschist. Und für die Juristen unter den Zuschauern, hier handelt es sich um eine Analogie des Konzepts des Beitragstäters. Eine Besonderheit des österreichischen Rechts, in dem jeder, der irgendwie einen Beitrag leistet, und sei es auch nur durch moralische Zustimmung, so behandelt wird, als hätte er die Tat selbst begangen. So ist es auch hier. Jeder, der auch nur durch seine Symbolik, sein Zeigen, dass er dafür ist, selbst wenn das alles ist, was er oder sie macht, das allein macht denjenigen zum Teil des Faschismus und damit zum Faschisten. Und all das war jetzt nichts anderes als eine langatmige Erklärung für ein ganz einfaches Grundkonzept. Bist du Teil einer faschistischen Ideologie, dann bist du ein Faschist. Kein nicht alles sind so, keine Frage nach der individuellen Befindlichkeit und schon gar nicht die Frage nach Wissensstand oder Intellekt. Du bist Teil einer Faschobewegung, dann bist du Faschist. Und eine Faschobewegung ist es, wenn die Ziele der Bewegung und Staat eins werden sollen. Ein kurzes Nachwort jetzt für Naturrechtler, beziehungsweise eine Antwort auf eine Frage, die hier ziemlich sicher auftaucht. Im Naturrecht ist doch jeder für seine Taten selber verantwortlich und nicht für die Taten anderer. Wie kann ein Mitläufer also schuldig sein? Also wem jetzt da dieser Gedanke kommt, bitte dazu unterscheiden. Es handelt sich nicht um eine Naturrechtsfrage, sondern um die Frage, ob jemand ein Faschist ist oder nicht. Es geht hier nicht um eine Schuldfrage. Der Naturrechtler wird sich mit einem Faschisten rechtlich erst dann beschäftigen, wenn er rechtswidrige Taten setzt. Unabhängig davon, was er ist. Vorher wird es allerdings klug sein, einen Faschisten schärfer zu beobachten als andere Menschen, denn Faschisten sind üblicherweise Feinde des Rechts. Aber das ist dann ein anderes Thema. Danke.